heute mal wieder einen kleinen Tag für euch. Und zwar wurde ich von der lieben Ella the Bee, Grüße an dich Ella, zu dem YouTube-Full-Tag getaggt. Der wurde von der Miss Tips for You erfunden. Ich verlinke euch alle Kanäle, über die ich hier sammle, in der Infobox. Dann könnt ihr mir alles finden, worüber ich hier in dem Video rede. Und ja, dann kümmern wir uns jetzt mal um die Fragen und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Frage Nummer uno. Was war dein erstes Video? Ja, mein erstes Video hieß Die Sims 3 und EA und das war ein ganz großes Kino. Da habe ich mich über das Spiel und den Publisher aufgeregt. Und zuallererst habe ich mit meinem Handy gefilmt, mit meinem uralten Gammel-Handy. Was aber eigentlich egal war, weil ich wollte eigentlich nur ein Video filmen und da war mir die Qualität eigentlich noch schnurzpiepe. Und zweitens habe ich es hochkant gefilmt, worauf ich dann direkt in den Kommentaren aufmerksam gemacht wurde. Und was auch wirklich total bescheuert war, ich habe da einfach nicht drüber nachgedacht. Schaut es euch mal an, ich verlinke es euch in der Infobox. Also ja, aber es war mein erstes Video und das werde ich definitiv nicht löschen oder so. Jeder fängt mal klein an und ja, das war dann mein Anfang. Was war dein aufwendigstes Video? Im Prinzip ist jedes einzelne Video aufwendig, weil, ja, einfach weil da so. Auf mich spezifisch bezogen würde ich jetzt sagen, die Videos, die ich damals gedreht habe, wo ich zweimal im Bild zu sehen war, das ist in der Nachbearbeitung ziemlich aufwendig und auch während des Drehens ziemlich aufwendig, weil man die Kamera genau positionieren muss und die Objekte, die man im Bild sieht und man muss den Abschnitt richtig einrechnen und das war relativ aufwendig. Ich möchte solche Videos auch gerne mal wieder machen, aber ich habe zurzeit dieses Bearbeitungsprogramm nicht, was ich dafür gebraucht habe. Das ist sehr, sehr teuer und ich muss gucken, ob ich mir das irgendwie wieder beschaffen kann. Dann werde ich solche Videos definitiv wieder drehen, schwieriges Wort. Und ja. Was war dein lustigstes Video? Ich finde das irgendwie komisch, das jetzt selbst zu beantworten, wenn ich sage, ach, das war so hilarious, das Video. Ich war da so gut drauf. Boah, war ich gut. Sagt ihr mir doch mal, was ihr von mir bisher am lustigsten fandet. Meine Impressions-Videos kommen ja zum Teil sehr gut bei euch an und das macht auch immer sehr Spaß, das zu drehen. Aber ja, schreibt ihr mir mal, was ihr am lustigsten von mir findet. Es gibt ja viele Menschen, die mich überhaupt nicht lustig finden, auch in meinem Bekanntenkreis. Die sagen, du bist überhaupt nicht witzig. Andere denken schon, dass ich witzig bin. Also, ja, beantwortet ihr mir die Frage bitte mal in den Kommentaren. Was war dein peinlichstes Video? Ich bin mir sicher, dass ich alle peinlichen Videos, die ich gedreht habe, eliminiert habe. Ich habe definitiv zwei oder drei Videos gelöscht oder auf privat gestellt. Was es genau war, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe da wahrscheinlich irgendeinen Schwachsinn erzählt oder war gar nicht bei der Sache. Aber sonst, alle Videos, die online sind auf meinem Kanal, da stehe ich zu. Mag sein, dass ich da vielleicht auch ein bisschen abgespackt habe oder verrückt drauf war oder so, aber so bin ich halt und da stehe ich definitiv zu und ja. Ich finde das definitiv nicht schlimm, wenn da so ein paar Sachen bei sind. Wenn ich mir zum Beispiel verspreche oder so, das hänge ich ja auch manchmal in den Outtakes hinten dran, wenn ich viele Verspreche hatte. Da kann ich auch definitiv über mich selbst lachen und das finde ich auch wichtig. Und ja, das, also was Peinliches, kann ich jetzt irgendwie nicht so eruieren, was ich da so fabriziert hätte. Was ist dein persönliches Lieblingsvideo? Das jetzt auf ein Video zu beschränken, finde ich relativ schwierig. Ich würde sagen, dass meine Follow Me Arounds zu meinen Lieblingsvideos gehören. Da habe ich auch eine ganze Playlist zu, verlinke ich euch auch. Das sind einfach so schöne Momentaufnahmen, an die man sich dann erinnern kann, wenn man sich die nochmal anschaut. Das mag ich sehr, sehr gerne. Meine Impressions finde ich einfach lustig zu drehen und das macht so viel Spaß. Und ich würde sagen, dass die definitiv zu meinen Lieblingsvideos gehören. Was war die schönste Kooperation mit anderen YouTubern? Ich hatte bisher leider nicht das Vergnügen, mit anderen YouTubern zu drehen, was ich hoffe, dass sich in der Zukunft definitiv ändern wird. Welche Videos haben viele Klicks und du kannst es nicht verstehen? Videos kann ich jetzt nicht sagen. Ich kann ein Video nennen und zwar der aktuelle Stand zu The Sims 4. Das habe ich letztes Jahr gemacht und ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe dafür keine 15 Minuten gebraucht. Ich habe einfach ein paar Bilder aneinander gehängt und habe dann ein Voice-Over gemacht im Windows Movie
wie heißt es? Windows Movie Maker, genau. Ich bin noch ein bisschen kirre im Kopf wegen der Erkältung, Entschuldigung. Wie gesagt, ich habe überhaupt nicht lange für dieses Video gebraucht. Ich war zu dem Zeitpunkt auch erkältet, was für ein Zufall. Und ich bin wirklich erstaunt, wie viele Klicks das zur Zeit hat. Ich glaube, es hat 15.000 Klicks mittlerweile. Das war wirklich das Video, wo ich mir eigentlich am wenigsten Mühe gegeben habe. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend, weil ich definitiv Videos habe, wo ich mehr Herzblut reingesteckt habe. Klar habe ich mir natürlich auch Mühe gegeben und wollte euch Infos liefern, wie ich das ja immer mache bei The Sims 4. Aber das ist billig produziert, billig gemacht. Aber es ist schön, ich freue mich natürlich, dass es so gut angekommen ist. Mein Gott, ne, ich will mich jetzt nicht beschweren, aber trotzdem ist es schon ein bisschen, ja, es ist... Mit wem würdest du gerne eine Kooperation drehen? Da muss ich gar nicht lange überlegen, und zwar mit der lieben Ella. Ich habe definitiv vor, sie mal nächstes Jahr in ihrer Stadt zu besuchen, und da werden wir bestimmt mal ein Minütchen Zeit finden, ein kleines Video zu drehen. Am allerliebsten dann noch mit Momo zusammen. Ella, zwing mal Momo, dieses Video zu gucken, damit sie sich mal gegrüßt fühlt. Hallo Momo, ich finde dich total super und witzig, und ich würde mich freuen, dich mal zu treffen. Und als nächstes eine Kooperation, die niemals stattfinden wird in diesem Leben, aber man kann ja träumen, mit Colleen Ballinger, die auch Miranda Sings spielt. Ich glaube zwar kaum, dass ich eine Minute professionell und ernst bleiben könnte, wenn ich mit ihr zusammen ein Video drehen würde, aber das wäre definitiv ein kleiner Traum. Die letzte Frage muss ich leider ablesen, weil ich ein Gedächtnis habe wie ein Sieb und mir das definitiv nicht merken kann. Wenn du nicht das machen würdest, was du auf deinem Kanal machst und unabhängig von allen Mitteln wärst, was würdest du auf deinem Kanal machen? Da fällt mir direkt ein Musik, die, mit der ich arbeiten könnte, die man auch in den Charts hört und die auch bekannt ist, ohne gleich um die Ohren gehauen zu bekommen, du hast Urheberrechtsverletzung betrieben. Man hätte so viel mehr Möglichkeiten, oder beziehungsweise mir würden viele Sachen einfallen, die ich mit Musik machen kann, die man halt auch so kennt von berühmten Künstlern. Das wäre sehr schön, wenn das möglich wäre, was aber niemals passieren wird. Dann ist mir letztens aufgefallen bei Ella's Tag, dass, sehr gruselig Ella, wir haben viele Gemeinsamkeiten, ich würde nämlich auch gerne Kurzfilme drehen, mit anderen Schauspielern zusammen, vielleicht so eine Art Sitcom, so eine Art Dramedy, also Comedy und Drama zusammen und verschiedene Folgen und dann ein Drehbuch zu schreiben. Das wäre super toll, und halt Kurzfilme im Sinne von Anna Arcana. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, ich habe schon öfter über sie geredet in meinen Videos, aber sie ist ein richtiges Vorbild für mich. Sie hat einige Kurzfilme gedreht dieses Jahr, die auch relativ aufwendig waren, aber auch ihre regulären Videos sind super gemacht. Die schafft es, in unter 3 Minuten ihre Themen unterzubringen und so wunderbar zu übermitteln, dass man wirklich das Gefühl hat, das Video hat 10 Minuten gedauert, und die sind so genial produziert. Sie ist wirklich ein richtig großes Vorbild für mich, und das würde ich gerne auf meinem Kanal verwirklichen. Weiß nicht, ob es irgendwann möglich ist, aber das mit den Kurzfilmen bzw. mit der Sitcom und den verschiedenen Folgen, das würde ich unglaublich gerne machen. Das würde mir so viel Spaß bereiten, und irgendwann wird sich das sicher auch umsetzen lassen. Also da glaube ich fest dran. I believe in it. Ja, das war's dann auch von dem Tag für heute. Ich tagge alle, die sich getaggt fühlen möchten. Also tag, 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 tag. Wer Spaß daran hat, dieses Video zu machen, ja, bitteschön. Ich verabschiede mich dann jetzt aus diesem Video. Ich gehe hier schon wieder ein wegen den Kerzen. Boah, ich sollte nicht so nah an den Kerzen sitzen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, hoffe ich. Ich hoffe, ihr habt einen sehr, sehr schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, und macht's gut.